Also ich glaube, dass man das Umgehen mit den Daten dadurch lernt, dass man es tut. Frank, lass mich gleich übergehen zur nächsten Frage. Wenn du an Digitalisierung und Transformation, digitale Transformation beim Kunden denkst, was kommt dir in den Sinn? Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist diese spannende Reise. Warum ist es eine spannende Reise? Weil es neue Geschäftsmodelle gibt. Diese neuen Geschäftsmodelle beruhen auf IT. Ich bin alter ITler. Ich bin komplett relevant auf einmal bei meinen Kunden, weil ohne IT gibt es diese Digitalisierung nicht. Und ich finde das unheimlich spannend, weil so ein bisschen die Regeln und die Karten neu verteilt werden, weil einfach die Rollen unterschiedlich sind. Und das Spannende an dieser Reise ist eben diese Verbindung, dass IT Business verstehen muss und Business IT. Und ich glaube, genau wenn man an dieser Schnittstelle ist, dann macht man gerade einen richtig spannenden Job, so wie wir zwei. Sehr guter Punkt. Was denkst du, kommt zuerst? Technologie und Plattform oder Businessmodell? Wenn man nicht lange drüber nachdenkt, ist die Antwort klar. Die Antwort halte natürlich das Geschäftsmodell. Weil warum ich als Unternehmer aktiv bin, ist ja, weil ich ein Geschäftsmodell mache, mit dem ich erfolgreich sein möchte, respektive bei dem ich mit meinen Kunden erfolgreich Geschäft machen möchte. Wenn man sich das aber im Detail anschaut, dann ist es irgendwie beides. Warum ist es beides? Weil wenn wir uns diese Geschäftsmodelle, die entstehen, gerade anschauen, entstehen die dadurch, dass ganz viel Innovation aus der IT kommt. Also es hat sich radikal geändert, dass früher die IT ja immer in einer Defensive war und viele Sachen nicht konnte. Und heute kann die IT ganz viel Innovation, sodass es irgendwie zusammengehört. Also wenn wir jetzt die Feature und Functions einer Google Cloud nehmen, die jedes Jahr neu kommen, dann ist da unheimlich viel Innovation drin. Und deshalb, glaube ich, ist genau diese Schnittstelle zwischen Geschäftsmodell und IT. Und natürlich muss das Geschäftsmodell der tragende, dominante sein, aber es gehört ganz, ganz eng zusammen, meines Erachtens. Zur digitalen Transformation wird oft das Buzzword genannt, datengetrieben. Datengetriebene Entscheidungen, datengetriebene Prozesse oder Data-Driven Business an sich. Was ist dabei besonders zu beachten oder gibt es etwas, was Kunden dabei oft vergessen? Ja, das ist die Gefahr, dass sie was vergessen, ist relativ groß, weil das wahnsinnig kompliziert ist. Ja? Weil die Herausforderung ist ja nicht, Daten zu managen, sondern die Herausforderung ist, dass es wahnsinnig viele Daten gibt, dass es ganz viele Daten in verschiedenen Systemen gibt und die Intelligenz eben dadurch entsteht, dass ich die Daten zusammenzuführe, damit ich eben mehr weiß über meinen Kunden, mehr weiß über meinen Zulieferer etc. Und deshalb ist, glaube ich, die wahre Herausforderung in diesem Thema ist einfach diese Wahnsinnskomplexität, vor der die Kunden stehen, weil sie wissen, das ist ganz viele Geschäftsmodelle sind datenbasierend. Also wenn man sich nur an die ganzen Geschäftsmodelle über Internet denkt, das ist alles datengetrieben. Aber eben, wie bringe ich die Daten zusammen? Und ganz spannend wird es eben, wenn ich jetzt an Industrien denke, die eher klassische Daten vielleicht haben, in klassischen Systemen und eben jetzt die neuen Geschäftsmodelle, wie bringe ich die Daten zusammen? Also das die Daten, die mein Auto produziert, die Daten, die ich von meinen Kunden weiß, die Daten, die ich über Tests herbringe und wie kann ich das zusammenbringen, dass es eben sinnvoll funktioniert. Und ich glaube, das ist die größte Challenge, die wir gerade haben. Hast du eine Empfehlung für diese Challenge? Was würdest du empfehlen, genau für diese Kunden, die viel Legacy haben, aber auch die Möglichkeit haben, weil sie im Internet Interaktionen mit dem Kunden haben, aus dem Auto heraus Interaktionen mit dem Kunden haben. Was würdest du diesen Kunden empfehlen? Also ich glaube, dass man das Umgehen mit den Daten dadurch lernt, dass man es tut. Also deshalb glaube ich nicht dieses klassisch deutsche ingenieurswissenschaftliche Grundlagenforschungsansatzmodell, sondern ausprobieren und lernen. Weil was ich bei den Kunden oft sehe, ist eben, dass die Lernkurve, was ich dann mit den Daten mache und vielleicht auch, was da ein Geschäftsmodell rauskommt, dass die eben dadurch entsteht, dass ich was mache. Und natürlich hat es ein gewisses Restrisiko, dass ich Dinge anfange, die ich dann im Rahmen der Lernkurve vielleicht anders machen würde. Aber ich glaube, das ist die einzigste Chance, weil einfach es gibt so viele Unbekannte auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es einfach da ein Geschäftsmodell, das auf einen wartet, aber nicht ewig. Ja, ich kann mal so ein Beispiel sagen.
Hier in der Telekom hatten wir eine Online-Cloud mal zur Verfügung gestellt. Das heißt, es war das erste Mal, dass wir gelernt haben und versucht haben, den Kunden wirklich online einen kompletten Provisionierungsprozess, einen gesamten Zahlungsprozess zur Verfügung zu stellen. Und als wir das diskutiert haben, hätte ich nie gedacht, was ich lerne, als wir es dann getan haben. Und heute weiß ich, wie es funktioniert, aber ich weiß nur deshalb, wie es funktioniert, weil ich es gemacht habe. Und deshalb glaube ich, anfangen, ausprobieren, natürlich mit einem guten Partner sowas am besten zu machen, logisch, aber und dann eben seine Erfahrung sammeln. Und da, glaube ich, entsteht dann einfach die Dynamik, die man braucht als Unternehmen. Jetzt hast du ein gutes Beispiel genannt. Fällt dir auch ein schlechtes ein, ohne natürlich den Namen zu nennen? Aber fällt dir ein schlechtes ein und was war der Grund? Ja, dummerweise Ja. fallen mir ganz viele schlechte Beispiele ein, ehrlicherweise, weil ich glaube, wenn man was Neues macht, dann hat man halt eine gewisse Trefferquote von Dingen, die funktionieren und nicht funktionieren. Ich glaube, das größte Beispiel, was so schlechte Beispiele angeht, sind immer, wenn diese Themen so ein bisschen zum Selbstzweck wurden. Also wenn dieses Digitalisierungsthema irgendwie in einem separaten Bereich von einer separaten Unit gemacht wurde, wenn man gedacht hat, jetzt müssen wir ja digitalisieren, also begründen wir jetzt ein Digitalisierungsunit. Und diese Versuche hatten oft das Risiko, dass sie in der Theorie geblieben sind. Und ich würde immer dem Kunden empfehlen, probier das nicht irgendwie in einem separaten Bereich aus, sondern such dir im Business Bereiche. Und die Bereiche im Business, die haben die größte Lernkurve, die schnellste Lernkurve. Warum? Weil die es brauchen einfach für ihr Geschäftsmodell. Und das wäre meine Empfehlung. Deshalb ist das eigentlich das, was ich immer dem Kunden empfehle, im Business das auszuprobieren. Natürlich kann man auch Bereiche nehmen, die jetzt nicht ganz kritisch sind am Anfang. Aber ich glaube, das ist die Grundlage, oder die Basis aus meiner Sicht, dass diese Projekte erfolgreich sind.